Mr. Weed, ich habe eine tolle Idee für neue Fernseh-Action-Figuren. Es geht um die Tatsachen der Lebensverwandlung. Achten Sie auf die Umgestaltung. Niedlich wie eine Knospe, fett wie eine Kuh, ein radioaktiver Skorpion. Vorsicht, Mrs. Garrett, hier kommt Blair. Ich werde darüber nachdenken. Er denkt darüber nach. Doch ich habe noch was. Da ist Natalie, so eine spuckende Echse aus Jurassic Park. Ein Held sein hat nicht immer was mit Leben retten und Verbrecherschnappen zu tun. Man sollte einfach immer da sein für die Leute, die man liebt. Hilfe, jemand hat meine Tasche gestohlen. Wen interessiert das? Ich kenne sie doch gar nicht. Komm, Brian, ich muss zum Softball-Training. Zum Training? Ich dachte, wir gehen nach nebenan unsere neuen Nachbarn begrüßen. Oh nein, mit Nachbarn will ich nie mehr was zu tun haben. Der letzte hat sich von mir einen Toaster geborgt. Den habe ich nie wieder gesehen. Wenn die Schlampe das Sorgerecht für die Kinder haben will, soll sie es haben. Machiavelli, du kannst mir nichts erzählen, was ich nicht schon weiß. Ah, Hung Tu's, die Kunst des Kriegführens. Stewie, diese Bücher sind nichts für Babys. Hier, sieh dir die Teletubbies an. Wie kannst du es wagen? Mit diesem Buch habe ich vielleicht den Schlüssel, die Menschheit zu versklaven. Das wäre die Lösung. Je mehr ich mich dagegen sträube, desto mehr fesseln sie mich. Ich kann nicht mehr wegsehen. Nochmal! Ja, ja, nochmal, nochmal! Oh, lieber Gott, bitte nochmal! Noch, entschuldige, Stewie. A&E-Biografie bringt das Leben des anderen Typen von Wham. Ich bin frei, befreit von dem Fluch dieser diabolischen Teletubbies. Danke. Wenn ich die Welt beherrsche, sollst du schnell und schmerzlos sterben. Wenn du ein Held werden willst, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Brian, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, den Helden spielen wäre lustig und easy. Tut mir leid, Wunderweib. Ich habe drei Könige. Zeig mir dein Pärchen. Wunderbar. Hey, Robin, warum siehst du mich an? Sieh dorthin. Wir haben auch schon mal Bäume in Jerusalem gepflanzt. Was ist? Ich hab doch nur gesagt, wenn man einen Israeli neben einen Araber stellt, sieht man überhaupt keinen Unterschied. Sie sind bestimmt Peter. Joe Swanson. Ja, nett, Sie kennenzulernen, Phil. Aber auf der anderen Seite Ihres Hauses haben Sie noch einen Nachbarn. Also fallen Sie nicht immer nur mir auf den Wecker. Das werde ich beherzigen. Doch könnten Sie mir vielleicht einen Schraubenzieher leihen? Ach, Nachbarn sind wie Viren. Mit einem Schraubenzieher fängt's an und schon greift's über auf den Supermarkt, die Reinigung und sogar den Postboten. Nicht zu fassen, was der sich erlaubt. Könnten Sie mir vielleicht einen Schraubenzieher leihen? Ein Superarsch. Chris, mit dieser Hochgeschwindigkeitsmaschine wirst du das Seifenkisten-Derby gewinnen. Aber Dad, wir haben die Auflage, uns sowas selbst zu bauen. So lautet die Regel. Ach was, Regeln sind dazu da, um sie zu brechen. Nicht auf den Knopf drücken. Au! Oh, diese verfluchte Mutterherrschaft! Sie hat wieder mal versäumt, diese Kühleinheit mit Getränken aufzufüllen. Ich werde dir jetzt sofort mal heimleuchten. Au, verdammt! Jetzt hör mal zu, du... Oh mein Gott! Es gibt überhaupt keinen Grund, geschockt zu sein, Stewie. Was du gesehen hast, ist etwas Wunderschönes. Offensichtlich, Madam, haben wir einen grundverschiedenen Geschmack, was Schönheit betrifft. Denn wovon ich eben Zeuge wurde, war grässlicher als tausend Teufel. Stewie, Mamis und Daddys umarmen sich manchmal auf die Art. Außerdem haben wir auch dich auf diese Weise geschaffen. Oh, das ist eine niederträchtige, abscheuliche Lüge. Warum belastest du meinen Kopf mit dieser widerlichen Propaganda? Verschwinde, du schreckliches Weib! Ist ja gut, Schatz. Ich hol dir deinen Teddybär. Igitt! Oh je, du hast die beiden zusammen gesehen, hä? Huh? Ja. Du kennst die Wanne, worin du immer gebadet wirst. Darin haben sie sich auch schon geliebt. Peter, was ist los mit dir? Was macht ihr alle bloß für ein Affentheater um Joe? Man soll Rollstuhlfahrer nicht bewundern, man sollte Mitleid mit ihnen haben. Seit wann ist nichts mehr dabei, behindert zu sein? Rede gefälligst nicht so. Er ist ein bemerkenswerter Mann und der Rest deiner Familie mag ihn. Gut, bitte, warum heiratest du ihn nicht? Und wenn er so bemerkenswert ist, dann soll er das mal machen. Hey, sieh mich an, ich laufe. Ich bin ein bemerkenswerter Mann. Da wird die Rap-Musik immer lahmer. Nein, nein, das ist der Polizeifunk. Jetzt werde ich ein Held, sobald ich das richtige Verbrechen gefunden habe. Ein handfester Ehestreit. Langweilig. Ursache für die Messerstechung. Bla, 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 bla. An alle Einheiten. Die Kohawk-Hypothekenbank ist soeben überfallen worden. Die Täter sind bewaffnet und äußerst gefährlich. Perfekt. Wo sind Lois und die Kinder? Da drüben bei Joe. Dann scheuch sie rüber. Jetzt werden sie einen echten Helden in Aktion erleben. Die Batman-Höhle. Oh well, everybody's heard about the bird. The bird's a winner when the bird.